Hi Leute, ich bin schon wieder euer Dominik und heute gibt es mal kein Technikvideo zu einer speziellen Lage, sondern einfach für das allgemeine Training des Beinschlags. Und zwar werde ich was ganz Simples machen. Ich nehme mein Brett weg und nehme mir stattdessen einfach einen großen Paddel, auf dem ich meine Finger halten kann oder auf dem ich meine Hände ablegen kann. Aber Schwierigkeit dabei ist einfach, man muss wirklich einen kontinuierlichen, pausenlosen Vortrieb erzeugen. Ansonsten kann man den Paddel leicht verlieren, denn ich werde ihn nicht umgreifen, sondern werde einfach meine Hände flach darauf legen. Was man auch machen muss, ist den Paddel nicht ganz flach halten, sondern etwas gegen das Wasser anstellen, dass man einfach dann Vortrieb kriegt. Schaut einfach zu. Ich werde das Ganze jetzt heute mal mit Delfin-Beinschlag versuchen. Und das Ganze kann man natürlich auch als Kraul-Beinschlag oder Brustbeinschlag machen. Beim Rückenschwimmen wird es vielleicht etwas schwer. Ja, ich finde, es ist eine ganz tolle Übung, um viel zu erreichen, denn gerade auch die Streckung der Arme, das Hochhalten der Schulter wird dabei noch intensiviert. Man braucht nicht immer viel Hilfsmittel, sondern oftmals helfen ganz kleine Anpassungen, um das Training zu erschweren. Und macht es einfach zu Hause nach. Und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.